Ne? Warum? Weiß ich nicht. Wenn wir reloggen, sehen wir den Block wieder. Jetzt müssen wir hier das gleiche Spielchen wie gerade eben auch nochmal machen. Na, hallo? Ja gut, dann machen wir halt nur einen weg. Das ist auch okay. Bam, 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 bam. Vielleicht haben wir Glück, wenn wir nur noch zwei Tanks brauchen, dass wir die wirklich hier schon reinbekommen. Aber ich tendenziell nein. Tendenziell müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Ein bisschen. Nicht viel. So ein Stück. So ein bisschen müssen wir noch ausbauen. Wie viele Frames habe ich eigentlich? 41 nur. Das ist nicht viel. Guck mal her, die gehen ganz schön runter. Das ist Techwald. Techwald war schon immer ein bisschen ruckelig. Jetzt habe ich keine Blöcke mehr. Na toll. So. Ich denke, ein bisschen müssen wir noch. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich habe halt keine Ahnung, was das braune Zeug ist. Das würde ich erstmal, bevor ich es hinten benenne, den Tesserakten, erstmal da reinpumpen. Hier, ins Zwischenlager. Ich bewege mich mal kurz dahin. Lade dabei unseren Drill wieder auf, weil wir brauchen Stone Bricks. Wir brauchen kaum noch Erde. Deswegen ist es nicht schlimm. Aber wir nehmen Stone ganz viel mit. Für die Wände und für den Boden nehmen wir noch ein bisschen mit. Warum sind da jetzt Slabs draus geworden? Ach ja, weil ich es ja nach Menge geordnet habe und nicht nach Name. So, der ist wieder voll. Dann machen wir schnell den Raum hier hinten noch fertig. Folge 48 rendert übrigens gerade. Ich lasse ja immer so ein bisschen rendern, wenn ich gerade mal nicht da bin mit. Das Server rendert nur noch. Der macht den ganzen Tag nichts anderes mehr. Und halt, das Serverzeug hier. Habe aber auch schon wieder bestimmt einige Stunden hier auf dem Rechner. Müsste ich halt nur einfach mal rüberschieben. Ja. Ich bin über unsere Mob-Essenz immer noch ein bisschen verwundert. Entweder hat er wirklich über Nacht produziert, aber weil ich mich an der Stelle ausgelockt habe, ich habe keine Ahnung. Oder der zweite Ding ist so krass effizienter geworden und ich merke es halt gar nicht, dass halt die ganze Zeit das läuft. Aber so soll es halt sein. Es soll laufen, wenn ich irgendwo in der Nähe dann bin. Nur. Und ganz viel schnetzeln. Der Vorteil ist, durch die Höhe, weil wir die Quarry als Höhe gewählt haben, dass wir hier halt auch Enderperlen und sowas bekommen. Das ist der Vorteil daran. So, keine Ahnung, ich mache jetzt einfach mal den hier. So, und da kriege ich wieder eine Nachricht. Das ist ja relativ easy. Scheiß drauf, da packe ich jetzt keine Erde rein. So. Jetzt rennen wir hier einmal durch. Rennen wir hier einmal durch. Dann ist die Wandung auch schon fertig. Auf der Seite. So, dann ist hier die Wand fertig. Dann können wir hier die Tanks reinschmeißen. Tendenziell, wenn ich jetzt sage, wir sind hier relativ breit eigentlich. Wir brauchen immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke sind wir immer breit. Jetzt haben wir hier eins frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Dann wäre hier eins frei. Dann wäre hier das dann der nächste Tank, oder? Jetzt hier nochmal eins frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Ding. Okay, dann können wir rein theoretisch unsere Wand hier hinten eigentlich auch gleich so weit aufs richtige Maß bringen. Ich kann hier einfach abzählen. Warum bin ich da noch nicht zuvor drauf gekommen?
So. Natürlich muss ich mich einmal verbauen. So, weiter geht's. Aber das ist nicht schlimm. Der kleine Verbauer hier, den ich gemacht habe. Hey, lass mich raus. So, dann knallen wir hier noch her. Wir zählen nach hinten ab. Wir zählen jetzt wirklich nach hinten ab. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay. Müssen wir 2 eigentlich tiefer werden? 2 tiefer. Dann wäre da das Ende vom Ding. So. Also wenn ich jetzt hier 2 tiefer bin, sind wir am Ende. Aber ich will ja Platz dazwischen haben, also muss ich dann sogar noch mal 1 tiefer werden. So. Das wäre dann hier die Wand. So, also die hier so. 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 So, dann knallen wir hier den Stein rein. Dann können wir hier hinten unsere Steinwand machen. Dann ist es das Ende. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Weil Stein doch noch ein bisschen Mangelware bei mir ist. Einfach nur, weil wir müssten halt öfters mal ein bisschen was oben reinschmeißen. Und auf die Diamond Chests haben wir halt keinen Zugriff mehr, weil sie noch über Pipes sind. Was baue ich eigentlich gerade da oben? Also in der Folge 48, was baue ich da gerade? Interessiert mich gerade. Was baue ich da? Ich seh Pulverizer, ich sehe einen Tesserakten. Kein Tesserakten, ich sehe ein Ding. Ne, Hardener Cell ist das. Wo hab ich eine Hardener Cell? Da wird bepowert. Ah, scheiße, da wird gerade bepowert. Oh, leck mich, ey. Da, der Block war nicht. Es ist interessanter, immer ab und an mal zu hinzuschauen. Weil ich weiß, wie lang das mittlerweile her ist. Und für euch ist es ja noch länger her. Ich würde dann hier den Fluidtank übrigens einmal komplett auch fertig machen. Komplett fertig machen. Und jetzt muss ich mal gucken, weil hier die ganze Zeit mein Handy vibriert. Ich bin gleich mal wieder da. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, zack, der voll. Ich bin jetzt nur runtergegangen, weil der drauf gegangen, weil der Drill leer war, oder? Ja, denk schon. Alles andere sollten wir haben. Wir haben dann hier die Endwand. Und dann haben wir hier doch, muss ich verehrlich sagen, ganz schönes fettes Tanksystem hergeknallt. Ist jetzt nicht unbedingt winzig, was wir hier gerade hergebaut haben. Aber das passt schon so. Weil wir halt. Also ich sag mal, pro Flüssigkeit ist es jetzt nicht. Oh, guck mal. Ah! Hier sind die Kabel, von denen ich gesprochen habe, wo ich wusste, wir werden die treffen. Ich wusste, die werden wir sehen und treffen. Das war jetzt auch schon ein ganz schönes Stück her, wo ich das gebaut habe, aber ich war trotzdem noch safe, dass wir die hier treffen werden. Weil ich wusste, ich habe Kabel unterirdisch in Erde gebaut. Das war mir bewusst. Aber ich hatte jetzt ni nicht, ich wusste jetzt nicht unbedingt, ob wir die auf der Höhe von dem Steinweg hier treffen. Oder auf der Höhe von. Oder auf der Höhe von dem Stein. Oder ob wir den Stein noch darunter schmeißen können. Weil wenn hätte man die Kabel hier gesehen, wäre es blöd gewesen. Und dann hätte ich mir irgendwas anderes überlegen müssen, wie wir das machen. Vielleicht die Tanks eins niedriger, weil die Flüssigkeiten hier jetzt. Die sind so ein bisschen.
Ah, nice to have. Brauchen tue ich es jetzt nicht. Aber nice to have. Wenn ihr versteht, was ich meine. So kann man machen. Braucht man nicht unbedingt, aber kann man machen. So, mein Putzroboter fährt auch gerade wieder rum, Osmo. Die macht auch gerade wieder sauber. Nö, dann ist es sogar echt perfekt. Dann ist es absolut perfekt von der Höhe. Ich hatte ein bisschen Angst wegen einem Elevator anfangs. Ob die Höhe vielleicht ein Ticken zu Ding ist. Zu weit. Weil ich wusste, ich muss hier eigentlich voraussichtlich auch drunter kommen. Wenn ich mich verplane. Wegen den Tanks oder wenn ich dann doch noch was umbaue. Ja, guck mal, was ich alles im Kopf habe. Wo ich mir denke, okay, vielleicht noch ein Ticken. Ups. So. Chup, chup. So. Wunderbar. Dann ist das das absolute Ende, wo die letzten Tanks stehen. Dann würde ich fast sagen, haben wir vielleicht sogar ein bisschen übertrieben für manche Flüssigkeit, für andere nicht. Yu-Yu Matter zum Beispiel. Kenne ich den Yu-Yu Matter Verbrauch? Wie schnell das weg ist? Leider. Kenne ich den Verbrauch, dass das gar nicht so viel ist. Ich weiß noch, meine erste U-Matter-Dinger, da habe ich Universalfluidzellen genommen und die dann immer reingepackt und die leeren Zellen raus und was weiß ich. Das war die erste, da habe ich Universalfluidzellen genommen. Die gehen nämlich nicht kaputt. Das ist nicht wie die Tin-Dinger. Gut, die musst du extrem aufwendig craften und was weiß ich. Die sind ein bisschen aufwendiger. Wir zählen jetzt hier nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und hier 8, 1 frei. Passt. Ich freue mich gerade so ein bisschen, dass wir hier somit fertig sind. Zum Ausschaufeln. Was echt gut ist. Damit gehen wir einmal in die Werkstatt, nicht hier zum Ding. Weil wir brauchen vielleicht ein paar Cells noch. Ja, nein, nicht Cells. Gut, die Cells können wir auch ummodeln schnell. Mal kurz in die Werkstatt. Da müssen wir mal kurz ein bisschen hantieren. Ich springe vielleicht nochmal runter, dass da mal wieder ein bisschen was spawnen kann. Wobei, wenn ich mir die Mob-Essenz so anschaue, sollte er gerade mal eher nichts spawnen. Weil die Tanks unten dürfen auch noch voll werden. Und die Tanks unten muss ich auch mal gucken. Das sind ja auch noch ein paar hier. Ob die jetzt hier soweit leer sind. Es schaut ziemlich stark danach aus und die sind auch leer. Ja, dann weg mit den Tanks. Die 3000 MB Sludge interessieren mich mal wirklich nicht. Das ist so... Sludge ist jetzt nicht unbedingt ein Ding, was ich sag. Ja, cool, ey, wir haben Sludge. Damit kann man voll mega viel machen. Damit kann ich einen Sludge-Boiler bepowern. Oder damit kann ich an einen Sludge-Boiler gehen. Ich glaube, wir haben hier wieder ein bisschen kleines Problemchen. Machen wir einfach mal kurz den hier. Verbinden uns neu. Und schon geht das nämlich wieder. Ich glaube, das liegt wirklich an der an dem Client-Side hier. Der Server selbst, den juckt es relativ wenig immer. Mir fällt es auch auf, wenn ich frisch auf den Server drauf komme, mich neu verbinde mit dem Server, dass du hier eigentlich überhaupt keine Probleme hast erstmal. So, das ganze Zeug kann weg. Fluid Duct Sludge. Ja, komm, weg. Brauchen wir alles nicht. Ihr werdet mit der Ketten... ihr werdet auch mit das so abgerissen. So, gib mal her. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ich pack mal schon ein bisschen Dirt zur Seite. Noch eins weiter runter. So. Wooden Pipes können wir auch wieder so mit der Hand abreißen. Ich habe ein Haar.
Ich habe einen Katzenhaarmund. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? So. So, die Sache ist die. Wir brauchen jetzt. Also einmal schmeiße ich mal schnell ein bisschen Zeug hier rein. Pipe. Für Structure Pipes. Wir haben ein bisschen zu viel gemacht. Structure Pipes. Und den Stone hier. Structure Pipes. Nee, hör auf. Davon keine mehr. Solche Fassaden. Keine Pipes mehr. Wir brauchen sehr, sehr viele von den Fassaden. So, dann können wir das hier alles mal kurz ein bisschen zur Seite packen. Dann räumen wir mal kurz unser Inventar auf. Gehen nochmal kurz runter, schmeißen schnell hier den Diamond Drill rein. Gehen nochmal eins runter. Nehmen hier nochmal ein paar Pipes mit. Und noch ein bisschen Stone, und zwar den hier, wo wir auch nicht mal mehr so viel haben. Was eigentlich auch blöd ist. Die Frage, was verbraucht der? Jetzt muss man mal drauf gucken, braucht der Structure Pipes eher oder braucht der Stone eher? Ich glaube, der braucht eher ein paar mehr Structure Pipes. So, schmeiße ich noch ein bisschen Structure Pipe Ding rein. So, und dann machen wir das so. Schau mal her. So. Dann kann der hier erstmal ein bisschen durchlasern. Die ganze Zeit. Muss ja natürlich nicht auf volle Last. Ich sehe gerade 1700 hiervon und noch nur noch 400 Jellorium. Was? Was? Okay, sobald die Tanks fertig sind, Queries. Queries in die Netherwelt. Sobald die Tanks fertig sind, Queries in die Netherwelt. Ganz einfach. Apropos Nether. Oh, 600. In die Netherwelt reinpacken, kriegen wir auch wieder Quarz. Und das sind ja normale Erze und alles drunter. Aber was? So, Tesserakte. Brauchen wir noch. Ja, 4 Stück. Oh. Oh. Tanks brauchen wir auf jeden Fall. Ja, die könnten reichen. Fluidpipes reichen nicht. Pipe. Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen Cactus Green. Nehme ich mal einfach mal einen ganzen Schwung mit. Schmeißen da mal das Cactus Green hier hinten rein. Die Kakteen hier hinten rein. In die Öfen. Komplett. So. Schmeißen da wieder ein Cactus Green oben drauf. Dafür ist halt jetzt die Werkstatt da. Bei alle anderen Anlagen, also zuvor haben wir halt einen Kaktus einfach in die Chest reingeschmissen. Und haben dann eigentlich nur darauf gewartet, dass es von alleine automatisiert. Dafür haben wir jetzt eigentlich die Werkstatt. Natürlich könnte ich wieder irgendwo eine Anlage bauen, die das mir das ziemlich schnell durchbrutzelt. Könnte man machen. Aber so sind wir ziemlich schnell, ziemlich safe, ziemlich viel. Also mal ernsthaft, also ist jetzt nicht, dass wir gerade nicht sehr viel Kaktusgrün Kakteen durchgebrutzelt haben, sondern wir haben es da verdammt viel Kakteen durchgebrutzelt. Sondern es verdammt, verdammt, verdammt viel Kakteen durchgebrutzelt. Und damit haben wir auch verdammt, verdammt viel Pipe. Dichtung. Pipe. So, ich brauche. Also die Golden Fluid Pipes könnten reichen. Ich brauche Wooden Fluid Pipes. Da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen was. Nehme ich mal einfach zwei, machen wir drei Stacks und die nehmen wir einfach mit. Wir machen trotzdem Gold Pipes mal wieder. Machen wir. Glass. Die machen wir jetzt einfach mal hier. Die packen wir einfach mal kurz das Inventar komplett voll. Wir brauchen so oder so irgendwann noch ganz, 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 ganz viele Pipes. So viele nicht, aber ja, viele.
So. Dann brauche ich kein Glas mehr, sondern es nur noch Pipe-Zeug. Jetzt haben wir 1700, ey. Also wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht weiter. Dann machen wir mal hier noch ein paar und dann nehmen wir einfach die noch mit. Hier, bam. Ja, sollte reichen. Was brauchen wir noch? Leadstone-Kabel. Ja, da wird schon eng. Redstone Energy Cells. 1, 2, 3, 4. Gut. Machen noch ein paar Cells. Schmeißen da mal schnell Redstone rein. Hier mal Redstone rein. Und hier mal Redstone rein. Hier mal Redstone. Und hier haben wir noch jeweils ein paar Zellen drin. Die nehmen wir mit. Ich glaube, ich habe ein bisschen irgendwie übertrieben oder mein Inventar ist einfach zu klein. So, dann machen wir schnell ein paar Cells. Katze. Blöde Idee, Türen aufzumachen, wenn Osmo gerade rumfährt. Weil der gerade einfach nur auf Autoreinigung läuft. Das heißt, er würde hier mit reinfahren, aber das wollen wir ja gerade nicht. Und dann nehme ich jetzt einfach nochmal Redstone Energy Cells mit. Oder Redstone Energy Conduit. Das wäre eigentlich alles, was ich gerade brauche, oder? Fluid Duct. Duct. Fluid Ducts. Oh. Das sollte ich vielleicht auch mal wieder ein paar machen. Ich würde mal den Tank hier wegnehmen. Und wir machen mal Duct. Ein paar Fluid. Nee, Fluid Ducts von der Sorte hier. 60. Pack mal weg. 60. Die reichen auf jeden Fall, das ist gut. Och komm, wir springen trotzdem nochmal kurz hier runter. Also, ich denke, unsere Mob-Grinder, die funktionieren sehr gut. Ich mache kurzen Cut. Bis gleich. So, das heißt natürlich, die normalen Queries würden jetzt dann weichen. Vielleicht machen wir ein paar mehr. Wir haben ein paar Diamanten noch. Haben wir Enderperlen noch? 65 Enderperlen. Ja gut, dann hat der Mob Spawner unten und die Ender Lilies echt gut gebracht. Ja doch, ich tendiere auf den Mob Spawner, weil eine Ender Lily fast einen Tag braucht und so viele haben wir gar nicht. Oder über einen Tag sogar. Zu wachsen braucht er halt verdammt lange braucht. Man sieht ganz genau, jetzt hat durch den Bug da gerade, durch den Nicht-Anzeigeteil da, dass wir ganz knapp drunter sind oder dass wir drunter gekommen sind. Was ich jetzt persönlich aber halt überhaupt nicht tragisch oder schlimm finde, dass wir da unten drunter sind. So. Man sieht halt die Anlage so schön. Jetzt ist sie weg. Nein, man sieht sie noch ein bisschen. Jetzt, jetzt ist sie weg. So, okay. 1, 2, 3 und dann hier 1, 2. Eins Ding, eins, zwei. Das wären hier. Tschup, tschup. Tschup, tschup. Genau. Jetzt hat eins, zwei, drei. Hier wäre wieder Fluid. Hier wäre dann der Tesserakt. Und hier hinten kommen wir ganz genau raus, so wie wir rauskommen wollen. Was natürlich schon mal nicht richtig nice ist. Ich habe gerade hier schon gedrückt und er hat die Bewegung zum Hinsetzen gemacht und einfach nicht hingesetzt. Ja, das ist halt schön, wenn das hier immer so fucking laggt ab und an. So, dann machen wir einfach langsamer. Ein bisschen. Ich nehme schon auf. Jo, ich nehme auf. Ich habe immer Angst, dass ich, wenn ich so nur aufnehme bei OBS, dass ich aus Versehen Stream starten drücke. Und dann halt so nach einer halben Stunde oder nach ein paar Minuten wieder aufhöre und Ding. Da habe ich immer ein bisschen Angst bei OBS. Das wäre halt blöd, wenn ich halt dann plötzlich immer streame für ein paar Minuten. Ja, okay, dann. Ach, jetzt legst du nach, oder was? Blöd Spiel. So, die Fluid Ducts. Ne, nicht die Mining, nicht den Mining Gleiser, aber ich brauche hier die Fluid Ducts. So, hier und hier. Dann können wir hier einen Fluid Duct hier setzen. Hier einen Fluid Duct hier setzen. Dann können wir hier eigentlich schon den Tesserakten herpacken. Das gleiche können wir eigentlich hier drüben auch machen. Ich fülle mal kurz meine Stacks auf. Und baue mir hier mal kurz ein bisschen zeitgleich. Hallo? So,
Bam, 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 bam. Dann können wir hier die letzten zwei Tesserakte machen. Die letzten zwei Lagertanks. Weil dann sind wir hier nämlich durch. Ganz einfach. Dann ist das Tanksystem oder ja, das Tanksystem, das Fluidsystem soweit überarbeitet und fertig und ausgelegt auf alles, was halt dann noch in Zukunft kommt. Was cool ist. Bam. Was halt somit, ja, cool, was halt somit fertig ist. So, jetzt brauchen wir halt ganz viele Tanks wieder. Ich setze mir die einfach hier runter. So, da liegen ein paar Fluidpipes rum. Die nehme ich mit. So, Tank, bitte. Ja, durchgeruckelt bis hinten durch. Ja, schön. Aber wir haben keinen Fehler gebaut. Obwohl es so ruckelig ist. So, papp. Nächste Reihe. Bisschen Sorgen habe ich. Wegen, dass uns die Tanks nicht reichen. Weil wir haben gesehen, wir brauchen sehr, 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 sehr viele Tanks hier immer. Aber, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die Tanks wieder nicht reichen werden. Unser Glas geht halt langsam ein bisschen flöten. Mal so als Ansage. Unser Glas geht langsam ein bisschen flöten. Vielleicht sollte ich doch irgendwo nochmal ein Electric Furnace hinsetzen mit viel Bums. Wir hätten ja noch ein bisschen Platz in verschiedenen Anlagen. Mit viel, 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 viel Bums. Und einigen Upgrades. Dass wir hier vielleicht doch nochmal sagen, hey, pass auf, hier.